Sag mal, Opi, was ist das eigentlich für eine Tür, auf der Eintritt verboten und nicht aufmachen Gefahr steht? Sag ich nicht. Wenn ich sage, glaubt ihr's ja doch nicht. Doch. 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 Wir versprechen hoch und heilig, dir alles zu glauben, was du erzählst. Großes Bärenwort? Großes Bärenwort. Na schön. Also, hinter der Tür da ist... Nein. Nein, 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 nein. Das erzähle ich nicht. Das glaubt ihr mir niemals. Ich glaub's ja selber kaum. Opi! Also, hinter dieser Tür, da befindet sich der Aufzug zum Mittelpunkt der Erde. Ach, Opi! Geht's schon los? Geht's schon los? Nee, nee, wir glauben dir. Der Aufzug zum Mittelpunkt der Erde. Was denn sonst? Tja, wie schon gesagt, ich hab's zuerst auch nicht geglaubt. Aber eines Tages habe ich den Fehler gemacht, die Tür zu öffnen. Und dahinter war tatsächlich ein Fahrstuhl. Und da drin an der Wand zwei so Knöpfe. Unter dem einen stand Schiff, unter dem anderen stand Mittelpunkt der Erde. Da konnte ich da nicht widerstehen. Ich habe auf Mittelpunkt der Erde gedrückt. Sofort schlossen sich die Aufzugtüren hinter mir und ab ging es mittenlang zum Mittelpunkt der Erde. Als der Aufzug hielt und die Tür wieder aufging, traute ich meinen Augen nicht. So also sah der Mittelpunkt der Erde aus. Weil es im Mittelpunkt der Erde kein richtiges Oben und Unten gibt, stehen da die Möbel an der Decke, an den Wänden, überall. Alles ist schwerelos. Ja, genau wie dein Gehirn. Auch völlig schwerelos. Tja, und die Bewohner des Mittelpunkts der Erde erst. Die waren auch alles andere als seriös. Sie sehen aus wie wandelnde Eierbriketts. Und anstatt Haare haben sie ein kleines Feuer auf dem Kopf. Na klar, was sonst? Und zur Begrüßung gab es Feuerwasser mit Kohlensäure. Nicht ganz, leider. Nein. Zur Begrüßung steckten sie mir Petersilie in die Ohren. Wie bitte? Tja, so ist das im Mittelpunkt der Erde. Zur Begrüßung gibt's immer Petersilie in die Ohren. Aber das ist erst der Anfang. Dann setzen sie einem einen Hut aus halben Kokosnussschalen auf dem oben eine Erdbeere festgenagelt ist. Und dann hängen sie dir eine Kette um den Hals, die aus antiken Milchkännchen aus dem 18. Jahrhundert besteht. Hey, woher wisst ihr das? Die Milchkännchen waren allerdings aus dem 17. Jahrhundert und teilweise noch mit Milch gefüllt, was den Tragekomfort doch sehr einschränkt. Als sie mir dann auch noch ein Unterhemd aus eingelegten Bratfischen anziehen wollten, habe ich die Flucht ergriffen. Sie mussten die Bratfische vorher noch angeln, dadurch waren sie abgelenkt. Das gab mir die Gelegenheit, mich in den Aufzug zu schleichen und den Knopf nach oben zu drücken. So ist mir wenigstens das Bratfischhemd erspart geblieben. Tja, so war das im Mittelpunkt der Erde. Dolle Geschichte. Allerdings. Ein bisschen zu doll für unseren Geschmack. Genau. Zu viel Bratfisch, um wahr zu sein. Aber ihr habt versprochen, mir zu glauben. Großes Bärenwort. Dann haben wir eben gelogen. Das haben wir von dir gelernt. Ach, ich hab's ja gleich gesagt, ihr glaubt mir nicht. Aber was soll's? Ich glaub's ja selber kaum. Sagt mal, wo steckt eigentlich Heinblöd? Keine Ahnung. Eben hat er noch hier an der verbotenen Tür rumgelungert. Dann war er plötzlich verschwunden. Mensch, Kinders, ihr glaubt nicht, was mir gerade passiert ist. Doch, glauben wir. Ach,